Hallo, ich begrüße euch bei Sandis Diabetes Loop. Heute geht es um Ziel Nummer 6. Heute können wir endlich den Loop schließen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, schaut euch das Video an, nach dem Intro geht's los. So, nun sind wir an Ziel Nummer 6 angelangt. Das heißt, wir können endlich den Closed Loop nutzen. Zwar nicht in der kompletten Umfang, aber teilweise. Wichtig, bevor ihr mit dem Closed Loop einschaltet, muss es eine loopfähige Pumpe sein. Man hat ja vorher vielleicht das Ganze als virtuelle Pumpe genutzt. Und als virtuelle Pumpe ist es natürlich so, dass man dann entsprechend das jetzt umschalten muss auf die richtige Pumpe. Und die muss natürlich auch gekoppelt sein, sonst funktioniert der Loop natürlich nicht. In Ziel 6 geht es diesmal darum, den Closed Loop als Hypoabschaltung zu nutzen. Das heißt also, wenn der Blutzucker einen bestimmten Wert unterschreitet, dass dann der Loop unterbrochen bzw. die Basalzufuhr unterbrochen wird. Das heißt, wenn der Blutzucker einen bestimmten Wert unterschreitet, dass wir dann die Basalrate runterfahren auf 0 oder halt entsprechend einfach weniger, um den Unterzucker zu vermeiden. Dadurch, dass natürlich nur niedrige Blutzuckerwerte korrigiert werden, müssen alle hohen Werte von dir selber noch korrigiert werden. Das heißt also, ist der Blutzuckerwert über dem Zielbereich, dann natürlich entsprechend entgegenwirken. Wie schaltet man nun den Loop ein? Man geht oben rechts auf den Open Loop Modus, das ist der blaue Pfeil als Ring, der unterbrochen ist, drückt da längere Zeit drauf und dann hat man auf der linken Seite, dann geht ein separater Bildschirm auf, das zeige ich euch dann am Handy auch nochmal ganz kurz, und da kann man den LGS oder Low Glucose System einschalten. Und das ist im Prinzip dieses Ziel Nummer 6, wo man im Prinzip sagt, okay, ich habe das erstmal eingeschalten. Und so hat man im Prinzip die eine Möglichkeit, das einzuschalten. Die zweite Möglichkeit, ich kann über die Einstellungen gehen und kann da den Loop einstellen. Also sprich auch diese LGS, Low Glucose Suspended heißt es dann im Englischen. Also im Prinzip die niedrige Glucoseabschaltung. Wenn du das magst, musst du natürlich hergehen und musst auch dein Ziel einstellen. Also sprich, wie hoch soll der Blutzucker oder beziehungsweise ab welchem Blutzuckerwert soll er abschalten. Idealerweise geht man gerade in der Anfangszeit, bevor das System wirklich hundertprozentig läuft oder hundertprozentig eingestellt ist, her und verwendet natürlich ein bisschen einen höheren Zielwert. Anfangs 120, 130, je nachdem, wie man sich halt wohlfühlt erstmal, um zu schauen, ab wann schaltet er denn die Basalrate denn ab? Wie wirkt sich das aus? Einfach nur, um das Verständnis ein bisschen zu kriegen. Woran erkennen wir die Veränderung der Basalrate oder ob der Loop das richtig berechnet? Ganz einfach. Unten in der Grafik haben wir im Prinzip eine Anzeige, die uns zeigt, wie der Basalverlauf ist. Also sprich, er geht entweder entsprechend nach oben oder nach unten. In unserem Fall bleibt er entweder gleich, wenn wir im LGS sind, also in dem Low-Glucose-Suspended-Modus. Im Closed Loop mit der Hypoabschaltung, nennen wir es so. Ist vielleicht einfacher wie dieses LGS. Das heißt, die Basalrate läuft so durch, wie wir sie eingestellt haben. Nur wenn der Blutzucker zu weit sinkt, schaltet er die Basalrate ab oder er stuft sie ab, so muss man es eigentlich besser sagen. Also ganz komplett wegnehmen, du das heißt dann, wenn es wirklich zu schnell sinkt, sonst schaltet er es ab. Und das erkennen wir eben an dieser Grafik. Das Ganze solltest du 5 Tage beobachten. Denn so ist es dir möglich zu sehen, stimmen deine Basalraten, stimmen deine Faktoren. Wenn du nun feststellst, dass du aufgrund des Loopes zu oft im Unterzucker bist, dass er zu oft abschalten musst, dann ist es notwendig, die Faktoren zu überprüfen. Also ich gehe her, schaue nach, stimmt meine Basalrate, Basalratentests, meine Insulinwirkdauer, ob die korrekt eingestellt ist, ob meine Kohlenhydrateinheiten, ob die stimmen, das müssen wir alles mal durchschauen. Wichtig dabei ist natürlich, dass man hergeht und eins nach dem anderen macht. Man sollte nie alle Faktoren auf einmal durcheinander würfeln, denn sonst kommt man überhaupt auf keinen guten Zweig. Also Stück für Stück und dann feststellen, um festzustellen, wo liegt mein Problem. Und wenn es aber passt und es 5 Tage ohne irgendwelche größeren Veränderungen bzw. ohne größere Unterzucker vonstatten gegangen ist, kann man sagen, okay, die Einstellung scheint halbwegs zu passen.
Wenn du in Ziel 6 bist, musst du aber primär erstmal keine Einstellungen verändern. Also das heißt, du kannst es laufen lassen, so wie du es vorher berechnet und eingestellt hast. Nur, wie gesagt, wenn die ganze Geschichte zu oft im Unterzucker rauscht, dann muss man anfangen, was zu probieren, woran es liegt. Wenn man an Ziel 6 ist, wird der maximale Insulin on board, also sprich die maximale Insulinmenge automatisch auf 0 gesetzt, hat eben den Effekt, dass man eben sagen kann, okay, schauen wir mal, dass die Unterzuckerungen funktionieren. Erst wenn man zu Ziel 7 weitergeht, wird dieses IOB, also Max IOB heißt es, also maximale Insulin on board, wird er deaktiviert, sodass man es wieder verändern kann, wie man es selber benötigt. Wenn man in diesem Closed Loop, in diesem abgespeckten, also mit dieser Hypoabschaltung arbeitet und dann korrigiert bzw. einen Hypo korrigiert, also sprich Kohlenhydrate zu sich nimmt, ist es natürlich so, dass dann die Gegenreaktion stattfindet, die wir ja alle kennen, und der Loop das aber nicht abfangen kann. Das heißt, dass es nach so einer Korrektur, wenn er die Basalrate vorher auf 0 runtergefahren hat, und ich dann im Steigen bin, kann ich die Basalrate maximal wieder auf 100 setzen, also auf 100%, kann aber nicht hergehen und kann mehr Basal geben, um diese Gegenreaktion abzufangen. Dadurch, dass er das maximal IOB auf 0 setzt, hat es, wie gesagt, schon einen Grund, dass du bei fallenden Werten die Basalrate herabgesetzt wird. Bei steigenden Werten wird natürlich nur auf maximal 100%, also auf die reguläre Basalrate, erhöht. Weiter nicht. So, jetzt gehen wir nochmal kurz ans Handy. Da zeige ich euch nochmal ein paar Ausschnitte, was damit gemeint ist, mit dieser blauen Linie bzw. mit der Basalrate, dass es ein bisschen leichter zu verstehen ist. Das sehen wir gleich am Handy. Um den Closed Loop bei euch zu aktivieren, geht man da oben auf den Ring, drückt dann jetzt drauf und Unterbrechung niedriger Blutzucker. Das ist die nächste Option, die ihr machen könnt. So wird im Prinzip dieses eingestellt und jetzt macht er diese Low-Glucose-Suspension, also sprich diese Niedrig-Glucose-Aktivierung. Die andere Variante, den Loop zu aktivieren, ist, hier auf die drei Punkte zu gehen. Einstellungen. Loop. APS-Modus. Und da kann man dann auch Open-Loop, Closed-Loop oder niedrige einstellen. Also, so ist es im regulären Fall bei euch. Wenn ihr da drauf geht, da drauf. Dann sieht es im Prinzip auch so aus. Anhand diesen Rings hier wisst ihr, was gerade läuft. Die temporären Basalraten erkennen wir hier. Hier sehen wir, was er gerade treibt, mehr oder weniger. Das heißt also, wie viel er gerade gibt. Anhand dieser Zahl, die kann zwischen 0 und wechseln. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Über einen Daumen nach oben und ein Abo freue ich mich natürlich besonders, jederzeit. Das Ganze ist natürlich wie immer ein Selbstversuch, also es werden keine Garantien oder irgendwas übernommen. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, ganz klar. Über einen wohlwollenden Kommentar freue ich mich auch besonders. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Euer Sandy. Tschüss.